Hier sind wir vor unserem Active Panel, ein 86 Zoll Display. Wir machen digitale Bildung und wir wollen hier zeigen, wie wir uns digitale Bildung in der Schule vorstellen. Dazu gehört für uns statt Kreidetafel eine interaktive Tafel, lässt sich hier ganz einfach bedienen, aber viel einfacher wegwischen. Eine Lineatur macht hier immer Sinn. Ich kann zwischen dem Musikunterricht und dem Matheunterricht und dem normalen Schreiben sehr schnell wechseln. Ich bekomme hier eine Größenvorstellung und kann hier dann viel besser drauf schreiben und viel gerader schreiben, wie ich es eben vom Blatt Papier auch kenne. Ich kann die Farben wechseln. Ich kann ja auch ein bisschen radieren, wenn ich das Radiergummi auswähle. Und dann mit dem Finger radieren. Also eine ganz einfach zu bedienende Tafel. Dahinter steckt aber viel mehr. Wir haben hier verschiedene Apps im Android-Bereich und hierhinter steckt auch noch ein kompletter Windows-PC. Ich wechsle einfach mal und schon sind wir auf unserem YouTube-Kanal, der im Browser im Hintergrund läuft. Hierüber könnte ich jedes online-basierte Programm starten oder ich gehe eben auf den Hauptbildschirm, habe einen normalen Windows-PC, von dem ich Programme ausstarten kann. Wie zum Beispiel Active Inspire, eine deutlich komplexere Tafelsoftware, die mir einfach noch viel mehr Möglichkeiten gibt, die aber in vielen Situationen auch gar nicht benötigt werden. Deshalb diese Mischung zwischen einfach und schwierig, die Vielzahl der Möglichkeiten. Wenn euch das Video gefallen hat, werden euch rechts zwei weitere Videos vorgeschlagen oder ihr könnt links unseren Kanal abonnieren. Wir freuen uns natürlich auch, wenn ihr vorbeikommt und alles einmal live anschaut.